B1.3. Ermitteln Sie rechnerisch jeweils die Längen der Strecken EC und ED. Teilergebnis: Winkel DCE sind 16,44 Grad, EC sind 4,8 Meter und ED sind 1,69 Meter. So, markieren wir zuerst die gesuchten Größen und zeichnen sie in unsere Skizze ein. Wir haben einmal ED und einmal EC zu berechnen. So, zusätzlich haben wir den Winkel DCE als Teilergebnis, das ist der hier, und EC und ED sind auch mit ihren Größen angegeben. Gehen wir noch einmal nach durch, wie man die verschiedenen Dinge berechnen kann. Gucken wir mal mit dem Teilergebniswinkel DCE. Der liegt hier oben, der ist im Dreieck ECD zu finden. Das ist ein nicht rechtwinkliges Dreieck, also funktionieren nur Sinus- und Cosinussatz. Wenn man das Dreieck aber schon näher anschaut, bemerkt man sofort, man kennt aus diesem Dreieck eigentlich gar nichts aus, die Seite CD, also hier kann man noch nichts berechnen. Okay, gehen wir mal weiter auf EC. Vielleicht, ja, sehen wir ja, die Strecke EC liegt ebenfalls in diesem Dreieck, also werden wir die vielleicht zuerst brauchen. So, auch die Strecke EC liegt wieder in dem Dreieck ECD, wie gerade gesagt. Und da kennen wir eben ebenfalls nicht mehr, also suchen wir uns ein anderes Dreieck, wo diese Strecke EC drin liegt, und da finden wir die Strecke EAC, das Dreieck EAC. Von diesem Dreieck EAC wissen wir, es ist nicht rechtwinklig, also funktionieren auch hier Sinussatz und Cosinussatz nur. Den finden wir in der Formelsammlung auf der Seite 30. Und wir müssen uns jetzt überlegen, welcher dieser beiden Sätze denn angesetzt werden kann. Sinussatz, dafür brauchen wir zwei Winkel und die zwei gegenüberliegenden Seiten. Schauen wir uns das Dreieck EAC genau an. Da fällt auf, wir kennen keinen Winkel. Also wird es wohl so sein, dass wir den Sinussatz nicht benutzen können. Oder gehen wir mal davon aus. Überprüfen und Cosinussatz. Cosinussatz brauchen wir drei Seiten und einen Winkel. Die Seite AE ist bekannt mit 2,25 Metern. Die Seite AC ist bekannt mit 6 Metern. Die Seite EC ist gesucht. Das sind also unsere drei Seiten. Jetzt brauchen wir noch einen Winkel. Da fällt allerdings auf, wir kennen keinen. Also müssen wir gucken, ob wir noch irgendwo einen berechnen können. Und dann sieht man vielleicht hier unten schon, wir kennen den großen Winkel BAE mit 85 Grad, wir kennen hier den Teilwinkel BAC mit 36,87 Grad, da lässt sich dieser Winkel hier sehr schnell berechnen. Und damit würde dann der Cosinussatz funktionieren. Wir brauchen also zuerst diesen Winkel CAE. Der lässt sich berechnen aus Winkel BAE minus Winkel BAC. Setzen wir die bekannten Größen ein. BAE waren 85 Grad. BAC waren 36,87 Grad. Und dann bleibt für den CAE eine Größe von 48,13 Grad übrig. So, damit ist der Winkel bekannt, können wir unseren Cosinussatz aufstellen. Mache ich das nochmal weg, bevor ich es nicht erkläre. So, beim Cosinussatz fangen wir mit der Seite an, die gegenüber des bekannten Winkels liegt. Hier ist der Winkel, also beginnen wir mit der Seite EC. Das heißt also EC in Klammern zum Quadrat ist gleich. Und jetzt die beiden anderen Seiten, AE Quadrat plus AC Quadrat minus 2 mal AE mal AC mal Cosinus des Winkels. So, setzen wir die bekannten Größen ein. EC suchen wir nach wie vor, das bleibt also stehen. AE sind 2,25, also 2,25 Quadrat plus 6 Quadrat minus 2 mal 2,25 mal 6 mal Cosinus von 48,13. So, das lässt sich jetzt einerseits über den Solver berechnen, also kann man eintippen und ausrechnen. Oder wir wollen ja hier EC berechnen, also dieses hoch 2 wegbringen. Das schaffen wir mit der Wurzel.
Und dann folgt daraus, EC ist gleich die Wurzel aus diesem ganzen Teil hier, also 2,25 Quadrat plus 6 Quadrat minus 2 mal 2,25 mal 6 mal Cosinus von 48,13. Das lässt sich jetzt ganz normal in den Taschenrechner eingeben und dann erhalten wir für die Strecke EC unsere gesuchte Länge von 4,80 Metern. So, nächste Größe. Wir brauchen jetzt noch die Strecke ED. Man sieht in der Skizze, hier liegt die Strecke ED. Sie liegt in dem Dreieck ECD. Von diesem Dreieck kennen wir jetzt die Strecke EC, nämlich mit 4,80 Metern. Wir kennen die Strecke CD mit 3,6 Metern. Die ist ja gesucht. Also haben wir hier wieder drei bekannte Größen, drei bekannte Strecken. Davon können wir jetzt ausgehen, das wird mit dem Cosinussatz funktionieren. Für den Cosinussatz brauchen wir noch einen Winkel und da steht jetzt schon im Teilergebnis, der Winkel DCE sind 16,44 Grad. Das ist ja genau der Winkel, den wir für den Cosinussatz brauchen, aber den müssen wir jetzt noch berechnen. So, wie kommen wir auf den Winkel DCE? Das sieht man vielleicht jetzt auch schon, wenn man es in die Skizze eingetragen hat. Wir haben hier den kompletten Winkel, den DCA mit 36,87. Wenn man da von diesen unteren, also diesen ECA, abzieht, bleibt noch genau dieser DCE übrig. Also brauchen wir jetzt erst diesen Winkel ECA. So, wir wollen jetzt den Winkel DCE berechnen. Der Winkel DCE, ja, schreiben wir es so, DCE ist gleich Winkel, und jetzt schreiben wir es hier nochmal auf, DCA minus ECA. So, der DCA ist bekannt mit den 36,87, aber der ECA, den kennen wir noch nicht. Also müssen wir den jetzt noch ausrechnen. Gucken wir wieder unsere Skizze und überlegen, wie wir drauf kommen können. Der ECA liegt wieder in dem Dreieck EAC. Von diesem Dreieck ist wieder sehr viel bekannt. Wir kennen hier diese Strecke, wir kennen diese Strecke, wir kennen diese Strecke. Also alle drei Strecken sind bekannt. Und ein gesuchter Winkel, das würde auf jeden Fall mit dem Cosinussatz funktionieren. Wir können auch noch überprüfen, ob der Sinussatz geht. Dieser Winkel ist gesucht. Dafür brauchen wir die gegenüberliegende Seite, die ist bekannt. Dieser Winkel ist auch bekannt und die gegenüberliegende Seite auch. Also auch der Sinussatz funktioniert hier. Ich benutze in dem Fall den Sinussatz, weil er, um Winkel auszurechnen, etwas komfortabler ist. Wir haben also Sinus von ECA geteilt durch die gegenüberliegende Seite und das ist die Strecke AE, ist gleich Sinus des anderen Winkels, das war der bekannte CAE, geteilt durch die gegenüberliegende Strecke und dagegenüber liegt die Strecke EC. Setzen wir die bekannten Größen ein. Sinus ECA bleibt. So, geteilt durch AE waren 2,25, ist gleich Sinus, den CAE, den haben wir hier oben berechnet, mit 48,13 ist der bekannt. Und die Strecke EC, die haben wir ebenfalls hier gerade berechnet mit den 4,80, schreiben wir die hier auf. So, das ließe sich jetzt einerseits schön über den Solver berechnen, also einfach eintippen auf Excel, so oft auf Excel drücken, bis das gewünschte Ergebnis rauskommt. Oder wir lösen es per Hand, indem wir einfach hier nach ECA auflösen. Dafür müssen wir zuerst hier diesen Nenner wegbringen mit 2,25. Das schaffen wir, indem wir die komplette Gleichung einfach mit diesem Nenner multiplizieren. Also mal 2,25. Dann bleibt links noch stehen
Sinus des Winkels ECA. Und rechts bekommen wir Sinus von 48,13 geteilt durch 4,8 mal die 2,25. Jetzt haben wir noch einen Sinus stehen, der weg muss. Den kriegen wir weg mit der Umkehrfunktion von Sinus hoch minus 1. Und dann haben wir hier stehen, Winkel ECA ist gleich Sinus hoch minus 1 von, und jetzt der ganze Rest, Sinus 48,13 Grad geteilt durch 4,80 mal 2,25. So, diesen Teil hier können wir den Taschenrechner abtippen, den rechten, und auf ist gleich drücken, und dann erhalten wir für den ECA eine Größe von 20,43 Grad. So, jetzt können wir diesen DCE ausrechnen. Also setzen wir nochmal an. Winkel DCE ist dann damit der DCA. Das waren die 36,87 minus die gerade ausgerechneten 20,43. Und das sind genau unsere gesuchten 16,44 Grad. So, haben wir also auch den Teilwinkel gefunden. Jetzt geht es noch an die Strecke ED. Die haben wir vorher schon erklärt, gehen wir es nochmal durch. Der Kosinussatz wird hier funktionieren, weil wir suchen eine Seite, die zweite Seite ist gegeben, die dritte Seite ist gegeben und der Winkel haben wir, also Kosinussatz funktioniert auf jeden Fall. Sinussatz geht nicht, weil wir einen zweiten Winkel noch bräuchten. Beim Kosinussatz fangen wir mit der Seite an, die gegenüber vom Winkel liegt. Hier ist der Winkel, gegenüber liegt ED. Also setzen wir wie folgt an. Wir suchen die Strecke ED. Also ED² ist gleich, und jetzt die beiden anderen Strecken, haben wir einerseits EC zum Quadrat plus die andere ist die Strecke CD zum Quadrat minus 2 mal EC mal CD mal Cosinus des gerade berechneten Winkels DCE. Setzen wir die bekannten Größen ein. ED bleibt ja, also EC², das waren die 4,8 zum Quadrat, plus CD sind 3,6 Quadrat, minus 2 mal 4,8 mal 3,6 mal Cosinus von 16,44. Hier gilt es auch wieder, entweder man lässt es über den Solver lösen oder wir fahren ein paar Hand um, indem wir die Wurzel ziehen. Dann folgt daraus also ED ist gleich die Wurzel aus diesem ganzen Teil, also 4,8 Quadrat plus 3,6 Quadrat minus 2 mal 4,8 mal 3,6 mal Cosinus von Winkel 16,44. So, und diesen Teil tippen wir in den Taschenrechner ein, drücken auf ist gleich und dann kommt die gesuchte Größe von 1,69 Metern raus. Und damit wäre jetzt unsere Aufgabe zu Ende.